Die alte ja schließen nicht, dass ich dir zweimal dieselbe nicht schicke und die andere einfach löscht, so, weißt du? Ja, das wäre nicht... scheiße. Ja, das wäre nicht gut. Dann kannst du auf beide Folgen beide dieselbe Tonspur legen, ey. Immer dasselbe. Wir müssten echt sowas. Wir müssten mal so ein Podcast-Ding machen, ne? Wie so eine Struktur einfach, in der man immer bestimmte Sätze und dann setzt man immer nur den Filmnamen ein. Ja. Und dann so. Ja, der war richtig cool, der Film. The Batman. Und der hat richtig Spaß gemacht, weil die Figur, Robert Pattinson, ist egal. Oh, das wird mich hier gefallen. Ja, ne? Kann sein. AI und so, ne? So, wollen wir loslegen einfach direkt? Willst du loslegen oder brauchst du noch Material für einen Opener oder so? Nein. Willkommen bei einer weiteren Folge Cinema Volante mit Hakan! Hier bin ich wieder. Wir haben es doch gesagt, wenn wir es zeitlich hinkriegen, auch öfter. Auch öfter? That's what she said. Auf jeden Fall, was war das denn gerade? Leider nicht. Die Zunge dazwischen gefehlt. Achso, wir machen mit Bild, ne? Ja, stimmt. So. Genau. Denn wenn ihr den Podcast gerade irgendwo auf eurem Podcatcher hört, weißt du, oder im Radio läuft gerade auf 1Live, oder was gibt es noch für berühmte Sender? Ich habe keine Ahnung. Hier im Westen bei uns hören wir, in Nordrhein-Westfalen hören wir 1Live hauptsächlich. Hier im Westen! Ich dachte, du meinst jetzt hier irgendwie Bananen. Nein, sag mal, was ist denn bekannt so außerhalb Radio Hamburg? Ist das auch so in ganz Deutschland irgendwie wichtig? Weil 1Live nee. Ist, glaube ich, schon in ganz Deutschland ein Sender, oder? Ja, also doch, ich glaube auch. Weil dieser eine Typ da, der war ja auch bei Deutschland sucht den, nee, bei Superstar, doch, Deutschland sucht den Superstar, war doch der eine mal Moderator gewesen. Echt? Jurymitglied vor langer Zeit. Da habe ich das gecheckt, also, sodass 1Live so ein bisschen größer ist vielleicht. Gibt es Energy und Enjoy, ja, die sind auch größer, ne? Ich weiß, die kenne ich gar nicht, aber ich bin in meiner kleinen Welt, glaube ich. Ich meine, ich höre auch kaum Radio, jetzt schon, also früher ein bisschen, aber ich habe auch keinen Bock mehr auf Radio, das ist mir schlimmer als Podcast. Ich meine, ich höre jetzt immer Podcast stattdessen. Ja, genau, mit Bild. Also auf YouTube könnt ihr gerne mit Bild gucken. Wer unsere Fressen sehen will, der kann das gerne machen. Apropos Fressen, ich habe einen Banausen-Hoodie heute an. Aber echt voll hier Schleichwerbung. Aber nicht von Schleich. Boah, das wollte ich immer schon mal sagen. Ist schon witzig, ne? Ich habe ja schön mein Mikro vor dem Logo, dann sieht man das nicht so oft. Dann haben wir einmal nur Werbung gemacht. Stimmt, das ist nur Black and Beauty. Muss ich nur noch 20 Cent kriegen. Nur noch 20 Cent. Werbeeinnahmen. Ja, schickt, also, könnt ihr schicken, die Kohle. Guess und Lee. Guess who? Wir sprechen heute über Des Wahnsinns fette Beute. Oder auch Delirious und Zungenbrecher anscheinend für mich. Oder auch Jack allein im Serienwahn. Ja, genau. Der längste Titel wahrscheinlich. Ja, obwohl, Des Wahnsinns fette Beute. Ich glaube, das ist auch der offizielle Deutsche jetzt, ne? Ich glaube, Des Wahnsinns fette Beute wird kaum noch genannt, ne? Also ich glaube, auf der Blu-ray steht nämlich auch Jack allein im Serienwahn. Ja, bei mir auch. Hier die. Ja, genau, die habe ich auch. Aber wenn du unter IMDb findest du Des Wahnsinns fette Beute auch. Da steht das dann direkt. Ja, bei Wikipedia auch. Ist auch so das Erste. Also ist nur der alte Eintrag. Ich meine, der wurde auch zweimal synchronisiert, der Film, ne? Auf Echt? Deutsch. Das wusste ich nicht. Ja, der wurde zweimal synchronisiert. Okay. Ich weiß es, ich habe auch auf Deutsch jetzt gesehen. Also ich weiß, also das hörte sich auf jeden Fall bekannt an. War auch John Candys originale Stimme. Also mir kommt es vor, als wäre das die Oldschool. Oder das sind nochmal die gleichen Sprecher gewesen. Shit, da hätte man sich ein bisschen besser informieren können, wenn man schon Podcast drüber macht. Aber vergesst einfach, dass es zwei Synchronfassungen gibt. Es gibt nur eine wahre, die wir gehört haben. Right. Und die ist wahrscheinlich dann unterschiedlich auch noch, jeder Name. Naja, wenn wir die gleiche Blu-ray haben, wird das ja wohl einigermaßen da sein. Ja, das ist immer schade, dass dann, der Film ist von 1991, aber es ist immer schade, dass dann nie genau geschrieben wird, wann auch die Pressung stattgefunden hat, zum Beispiel, oder die Version, das könnte man auch immer mal verfassen, aber ich bin schon froh, wenn sie überhaupt das Jahr des Films da drunten draufstehen haben. Stimmt. John Candy, Gott hab ihn selig. Mal, bist du ein Fan von John Candy allgemein auch? Nee, war ich eigentlich nie so richtig. Das habe ich jetzt nicht erwartet, aber okay. Also, ich war schon immer ein Fan von diesem Film hier. Also, ich habe den als Kind zuletzt gesehen, deswegen musste ich ihn mir irgendwann kaufen. Ich mochte ihn natürlich in Spaceballs, aber ich habe auch die meisten anderen Filme von ihm nicht so gesehen und fand seinen Auftritt bei Kevin allein zu Hause zum Beispiel auch überhaupt nicht witzig oder so. Und, ja, das habe ich damals gehört, da war ich ein bisschen enttäuscht. Aber das sollte ja für mich auch nicht witzig sein, aber gut. Das ist, ja, oder, aber auch hier hat er so ein paar Momente, wo ich so denke, so okay, ja, also im Großen und Ganzen hat er mich dann doch überzeugt, der gute Herr Candy. Aber so
ja, es gab so ein paar Momente, wo ich auch so dachte, so, okay, warum ist er eigentlich damals so der Shit als Comedy-Star gewesen? War aber nur punktuell. Okay, hier in dem Film jetzt nochmal, weil du als Kind gesehen hattest und den noch positiv in Erinnerung hast, ne? Oder wie war das? Ja, also ich meine, also ich fand immer noch vieles gut. Und sagen wir mal so, der Film hat auch irgendwann wieder die Kurve gekriegt, weil am Mittelteil war das dann so ein bisschen so, wo ich dachte, so, okay, jetzt ist ein bisschen blöd geschrieben und auch die Art und Weise, wie John Candy drauf ist, fand ich jetzt nicht witzig. Und dann gab es aber wieder so ganz viele Momente, wo ich dann ein paar Mal auch gelacht habe und es dann auch wieder gut fand. Also schon mal als Zusammenfassung, ich fand ihn wieder und immer noch gut, den Film. Also ich habe auch immer noch Spaß gehabt, aber eine Zeit lang habe ich gedacht, okay, ich glaube, der ist jetzt für mich nicht mehr das, was er früher war, ist er aber doch noch. Liegt natürlich auch an dem großartigen Cast, den du hast. Und der Film will ja auch eigentlich eine Überspitzung der Seifenoper-Nummern sein und alles. Nur dann gab es so, wie gesagt, so eine Zeit lang ein paar Gags, die nicht so für mich gezündet haben, haben dann aber die anderen Gags, die haben es wieder wettgemacht. Also, okay, das ist im Endeffekt dann doch für mich ein gutes Vergnügen war, den zu sehen. Also ich bin schon ein Fan von John Candy irgendwie, aber irgendwie hast du auch recht, er ist nicht so der Typ, wo du jetzt sagst, so seine Art, er ist so der Mega-Komiker, wie so ein Jim Carrey oder so. Ja, genau, oder, genau, das ist der gute Vergleich, weil ich habe auch gedacht, so hey, er ist doch nicht so ein Ausnahmetalent wie Jim Carrey jetzt zum Beispiel, dass man sagt, okay, deswegen gucke ich mir jetzt einen John Candy-Jim Carrey-Film an, weil er ist einfach ein sehr dicker Typ, was natürlich damals sogar noch seltener der Fall war, dass du einen, schmeiß runter, also halt einen korpulenteren Menschen hattest, der dann halt hier ein A-Lister war. Das ist für mich so jetzt so im Nachgang für mich sein Alleinstellungsmerkmal. Ich will, lass mich gerne eines Besseren belehren und würde dann hören, aber ich meine, der soll ja sehr viel immer was impromäßig gewesen, also Improvisationstalent gewesen sein, was natürlich auch nicht jeder kann. Das ist natürlich dann eine super Geschichte. Aber ich fand jetzt, dass er hier jetzt nicht auch irgendwie, das hätte auch jeder andere sein können und hätte es genauso gut gemacht, denke ich. Ja, sein Ding ist halt, erstmal, dass du ansprichst mit dem Dicksein, ne? Das war so ein Ding, da haben wir schon früh gesagt, dass er, ne, gesundheitlich gefährdend ist, er muss abnehmen. Und er auch so ein Typ ist, ne, das macht mich komisch unter anderem. Das kann ich nicht. Ich kann nicht abnehmen. Ich muss fett sein. Ne, was ja so ein bisschen das Problem dann hieß, ja für so einen Axel Stein war oder für einen Jonah Hill nicht, weil er ein guter Schauspieler ist, ne? John Goodman hat es auch gut die Transition geschafft. Ja. Und ja, der hat natürlich echt nochmal eine andere körperliche Präsenz auch, ne, muss man sagen, ne, durch seine Art und so, ne, also der ist ja auch ein Riese. Egal, auf jeden Fall ist es, was ihn ausmacht, finde ich, so den John Candy so sein, er ist so sympathisch, du sagtest so ein Dick, er ist so ein Teddybär halt wirklich irgendwie und hat diesen Blick, den er so kann und manchmal die Dialoge sind es auch gerade in der V, was ihn so ausmacht, wo du sagst, ne, der improvisiert und so, was ihn so besonders, weil da merkt man schon sein komisches Talent. Aber am größten finde ich ihn halt wirklich dann so, wo die Mischung her war. So in Ein Ticket für zwei mit Steve Martin. Ja, habe ich auch noch nicht gesehen. Den habe ich auch auf meiner Watchlist ganz oben, weil das ja auch so ein Klassiker ist, ne? Okay, ja, weil das ist echt, das ist so, der ist so schön, wo wir gerade mit Guillermo del Toro letztens hatten in der Folge, wo Humor kommt und dann so was Ehrliches und die beiden, gerade Steve Martin, der eigentlich immer so komische Figur, auch dem viel peinlich ist, ne, gut, er kann beides, auch die Ernste, ne, Vater der Braut und so, aber der mal so, ist hier, hat die ernste Rolle und John Candy macht so diesen komischen Kontrapart und so, ne, also die funktionieren ja so gut, dann guck dir den bitte an, Alter, das ist ja auch, ne, ist ja Thanksgiving, sprich, eigentlich ein Weihnachtsfilm auch mehr oder weniger, ne, so Anfang Dezember, so, da kannst du, alter Schwede, den habe ich in zwei Versionen auch, DVD und Blu-ray. Das ist echt ein mega Ding. Aber ich mag ja noch in vielen anderen Rollen, aber das ist so sein großes Ding. Dann gibt es ja noch diesen Crump, wo der Detektiv spielt. Die ähnelt schon stark eher hier diesen Film. Den fand ich damals auch cool. Den habe ich als Kind immer gesehen. Der ist auch cool, ne? Harry Crump, glaube ich, hieß er auf Deutsch. Ich weiß es nicht mehr. Ja, irgendwie so. Der Film, wo er da oben an so einer Kuppel auch hing und so weiter. Und immer verkleidet war und so weiter. Dann kann ich mich noch erinnern. Ja, weil da, genau, diese kleinen Verkleidung mit dem Bart und so. Ne? Weil da ist das Ding eher so, dass er so einer ist, der was glaubt zu können, aber irgendwie voll Peinlichkeiten passieren so ein bisschen. Ne? Das ist ja hier nicht ganz so. Das ist hier so ein bisschen so. Hier ist ja auch so, egal. Ja, wollen wir zu dem Film kommen, genau. Ja. Komm, erzähl du den Inhalt. Ha! Als erster gesagt. Wir haben hier Jack, also hier, ich wollte Harry Crumb sagen, nein, John Candy, der Drehbuchautor einer Seifenoper ist. Und das fängt schon ganz witzig an, weil, also, ich fand das Intro grandios, weil du dann den Kabeltypen siehst, wie der einfach nicht arbeitet, sondern irgendeine Scheiße macht. Und zuerst dachte ich, wird der jetzt vom Detektiv beschattet? Und ich sag, ach Quatsch, das kann's ja nicht sein, das wäre ja dann Harry Crumb, das ist ja Bullshit.
Und dann siehst du einfach nur, wie der halt zu John Candy geht, weil seine zwei Kanäle nicht funktionieren. Und er dann so, ah, ich hab den ganzen Tag voll Arbeit gehabt, deswegen komme ich so spät und so weiter. Und du genau weißt, dass er die ganze Zeit gemacht hat, weil du das im Intro gesehen hast. Ja. Übrigens, das Gesicht kam mir bekannt vor, ne? Und ich habe dann halt auch geguckt, wer das ist. Hast du den gleich erkannt? Nee, habe ich nicht erkannt. Ich habe es auch nachher erzählt. Aber du weißt, dass das ist. Ja, ich weiß auch. Mark Boone Jr. Krass. Ja. Ich hab grad, so, irgendwie kommt der mir bekannt vor. Also auch von der Gesichtsform und so. Und dann dachte ich so, nee, Mark Boone Jr. kannte ich auch immer nur mit Vollbart und so. Deswegen, ne? Also ganz, ganz lustig. Also Mark Boone Jr., Ladies and Gentlemen, in einem Cameo hier am Anfang. Wobei er damals natürlich noch total unbekannt war. Kein Cameo ist, sondern einfach ein einfach nur eine kleine Rolle, weil er unbekannt ist. Aber Mark und Kinder haben wir in einem Cameo. Ja, zum Beispiel. Aber das Geile ist jetzt mit dem Kabel wieder. Das ist dieses klassische Ding, ne, was ich ja gelernt habe bei Simpsons so, wo der Kabeltyp kommt und dann gefragt wird halt, ne, möchtest du hier Pay-TV haben und so? Für ja, viel, das, ne? das war auch bei Simpsons immer ganz... Ja, bei Simpsons die, ne? Und natürlich bei Jim Carrey Cable Guy mit Ferris Bueller hier, Matthew Broderick. Matthew Broderick, was ich auch ganz groß fand, ne, wo die dann immer so sagten, ja, ich muss eigentlich nur ein Kabel und dann ist ein Kabel so. Weil das ja auch ganz groß war. Der HBO gab es schon seit 70ern, die schon die heftigen Serien hatten und so weiter, so Pay-TV-mäßig, die das quasi erfunden haben. Mit den heftigen FSK 18 Sachen und ohne Werbung und bla bla. Und das fand ich so, das finde ich so cool. Das ist, weil das die Atmosphäre so geil ist, wie wir, ne? Damals Kanäle gibt es, die man nicht haben konnte, so dieses unser Fernsehzeitalter irgendwie, ne? Naja, das war, ich glaube, Anfang der 90er war das so mit diesen verschlüsselten, wo wir das erste Mal verschlüsselte Sender hatten, ne? Ja, wo du hören konntest, was da passierte. Ja. Und dann, weiß ich noch, habe ich auch damals Basic Instinct dann so an und so, hä, kann man das erkennen? Kann man das erkennen? Ey, damals war das ja so, dann hat man diese TV-Karten, ne? Wimpage, irgendwas gehabt und so, die hatte ich auch. Und dann hattest du ja eine Software runtergeladen und die konnte das dekodieren. Und da so habe ich die dann geguckt. Es gab ja nur Premiere 1, 2, 3. Also erst eins und dann gab es irgendwann drei Kanäle und dann konnte das dekodieren. Dann konnte ich das sehen und dann über die Fernsehkarte auf dem Computer gucken, aber dann auch exportieren, also über TV-Ausgang auf dem Beamer gucken. Oh, krass. Und das hatten wir damals gemacht. Da hatten wir nämlich dann nachts, ist ja jetzt schon verjährt und so, haben wir dann nachts auf dem im Restaurant hinten hatten wir dann schön Mike Tyson nachts die Boxkämpfe und sowas laufen. Geil. Ja, geguckt und so, ja. Ja, das waren so diese Sachen, die man noch gemacht hat. Das so war vor Premiere war es ja sogar Teleclub. Kannst du dich da noch erinnern? Nee, Teleclub. Nee, das war so eine Werbung. Also, und darf auch nicht vergessen, du bist 3 Jahre jünger, glaube ich. Ne? Das ist ja auch immer so gerade in der Zeit, weil da war ich ja auch 10, 11. Ne? Ja, das macht viel aus, weil natürlich da viel passiert ist innerhalb von 1, 2 Jahren. So immer, ja. Das gab doch mal Werbung dafür. Also, ich meine, wir wissen ja alle, was für ein kranker Typ ich bin, deswegen kann ich mich noch voll daran erinnern. Da haben sie mir Werbung gemacht, dann lief dann Police Academy, Hexen von Eastwick und so und dann Teleclub, der Kinokanal, Ding. Und das ist dann irgendwann Premiere geworden, dann ist irgendwann Sky und das ist ja alles, dann hat sich ja alles irgendwann, aus Premiere wurde Sky, glaube ich, oder ist da noch was dazwischen gekommen? Nee, Premiere und dann Sky direkt. Hm. Okay, das war dann gar nicht so viel im Endeffekt. Dann. Und da habe ich auch das erste Mal Kalkofe gesehen. Das war, glaube ich, bei Premiere. Ne? Das war undekodiert, also unverschlüsselt. Mhm. Unverschlüsselt lief dann Kalkofes Mattscheibe dann. Okay. Und das halt auch schon, als ich noch in Munzburg, also hier, wo wir noch mit meinem Vater zusammen gewohnt haben, also wo ich 10, 11 war, da habe ich dann halt schon mich dann so in diese Kalkofe-Nummer verliebt. 11, 12? Irgendwie so muss das gewesen sein, keine Ahnung. Schreibt es in die Kommentare, wann Kalkofe angefangen hat. Genau, ihr guckt das immer nach. Wir haben nämlich gar keinen Bock dazu. Wir sagen einfach nur, ihr müsst das selber. Ja, es ist ja unprofessionell, wenn ich jetzt mein Handy nehme und hier gucke und so. Oder hier gucke und dann, das wollen wir ja nicht. Deswegen macht ihr für uns. Aber abgeschweift. Wir sind mitten in der Handlung von des Wahnsinns fette Beute, Delirious und Jack allein im Serienwagen. Ja. Habt ihr noch mit Titel? Schreibt es in die Kommentare. Genau, dann ist er halt der Kabelmann weg. Und man merkt dann auch, dass er eine ganz ehrliche Haut ist. Ja, speise er ein. Nee, mach mal nicht. Wo du so merkst, okay, der Typ ist eine ehrliche Haut, der hat Angst, erwischt zu werden. Der möchte keine kriminellen Machenschaften machen. Ganz herzensguter Typ mit dem Herzen aus Gold. Na? Dann siehst du halt, dass er Autor in einer Fernsehserie ist, Seifenoper. Hast du Emma Sams, das war ja natürlich ein Geniestreich, dass man die bekommen hat, die ja wirklich Seifenoper-Göttin war. Mann, habe ich nicht in Erinnerung gehabt, wie hübsch die war. Also ich wusste, dass die... Nett, ne? Ich wollte schon sagen, da hätte ich dich auch gefragt, wenn ich selber dazu gesagt hätte. Ja, das ist sehr unklar. Auch hier, ne, das wusste ich gar nicht, dass sie so, ja, hier so, ne, das habe ich auch gar nicht, da war ich dann doch zu jung für. Ja, Denver-Clan und so, ne, diese Klassiker war sie, ne? So, ja, genau. Und auch dann, da gab es ja auch dann die Colbys, glaube ich, als hier Spin-Off davon und dann ist sie nachher irgendwann wieder zurück zum Denver-Clan. Also die hat ja wirklich fast nur so Soaps gemacht. Soap-Bitch.
So, Bitch. Ey, dann hast du David Rush, Alter. Sledgehammer himself. Hast du Sledgehammer geguckt? Damals auch, oh, ne? Damals auch. Und ich habe auch die DVD-Boxen hier. Oh, also, ich will die unbedingt wieder sehen, weil ich habe die geliebt, Alter. Wenn das immer, und die hieß ja Susie, seine Waffe, ne? Ja, das Witzige ist, ich weiß jetzt nicht, ob die Geschichte stimmt. Weil ich habe mal gehört, dass sie in Amerika nur Gun heißt. Und dass die deutsche Synchro Susie draus gemacht hatte. Hatte aber letztens in so einem Facebook 80s-Blog war das dann und hat irgendjemand Susie geschrieben, aber das war kein Deutscher. Aber ich dachte, okay, ich dachte, das soll eine Erfindung der deutschen Synchro gewesen sein. Dann wahrscheinlich doch nicht. Ne? Oh, aber wenn. Das checkt doch mal ab. Schreibt es in die Kommentare. aber dann weiß ich, was ich, wenn wir uns mal sehen sollten, was ich dir dann mitbringe. Dann bringe ich dir mal Sledgehammer mit. Ey. Meine Mutter heißt ja Susanne, ne? Und ist natürlich Susi. Abkürzung Susi, wird es immer genannt, ne? Deswegen war das nochmal so, und sie fand es natürlich auch super, die Serie, ne? Aber er ist auch toll gewesen und immer so, ich weiß auch genau die Musik. Ich habe das erste Mal Donuts gegessen, weil meine Mutter meinte, dann auf dem Dom mal, willst du so einen Donut haben? Oh ja, wie Sledgehammer möchte. Ja, das ist das erste Mal, dass ich Donuts gegessen habe, weil Sledgehammer auch immer Donuts hatte. Und das, ja, denn Fernsehen hat uns erzogen in jeder Hinsicht. Kulinarisch, wie erzieherisch, wie moralisch und ethisch. Absolut. Und, deswegen habe ich auch so einen komischen moralischen Kompass. Weil aber der ist dabei, Charles Rocket, den wir bei Dumm und Dümmer hatten, der ja leider witzig, sich das Leben genommen hat. Ja. Den fand ich da auch ganz witzig wieder. Ja, der war da witzig, der eine ganz andere Rolle, ne? So als Bösewicht und so, ne? Aber anders halt, ne? So, ja. Und Raymond Burr, Perry Mason, der Chef himself, auch ein geiler Move. Also der Cast ist schon echt cool. Ja. Mariel Hemingway, als dann man weiß, das ist schon das Love Interest, obwohl er ja sich noch zu der anderen hingezogen fühlt. Ja, ganz klassisch erzählt, ja. Wie findest du sie? Ja, sie ist halt ein herberer Typ irgendwie, ne? Deswegen, das war schon immer so. Ja, sie ist so dieses, aber nicht so extrem wie hieß sie nochmal von Affair, was wir hatten letztens? Ja, genau. Sie ist so in der Richtung, ne? Ruth also von diesem Gruseligen zum manchmal Sexy, ja, genau. Und so, ne? Genau. Weil sie ist übrigens echt eine Enkelin von Hemingway, ne? Mhm. Also Ernest Hemingway. Mhm. Wie ich ja Fun Fact. Und sie ist auch nicht so eine berühmte Person hier. Tom Kissowitz, der Regisseur, da kenne ich sie nämlich stark raus, hat eine Folge Geschichten aus der Gruft inszeniert. Und da war sie natürlich auch dabei. Und da ist sie natürlich das ist so eine Folge, Entschuldigung, jetzt reiß ich das mal kurz an. Alles da gut. Ist sie in so einem Haus, in dem ein Typ dann in sie verknallt ist und durch einen Zauberspruch, weil ein anderer im Haus ist, verknallt sie sich in ihn. Aber unsterblich so sehr, dass es mega langweilig wird, weißt du, sie macht alles für ihn und so die ganze Zeit. Und sie ist dann auch die ganze Zeit, kocht für ihn den Strapsen, man sieht sie auch nackt. Ne? Ich meine, sie war auch ein Playboy und so, ne? Sie ist schon so ein bisschen offen. Sie war so. Topmodel seiner Zeit, ne? Also, ja, also. Ich weiß nicht, ob top, aber Model auf jeden Fall. Ja, und die fand ich halt auch super und so. Das ist eine, die ich oft gesehen habe, geschieht aus der Folge. Und sonst hat er auch so ein paar Komödien gemacht, ne? Warte mal, ich hätte das aufgeschrieben, weil ich kann mir das wieder nicht merken, ich vergesse das ja voll. Genau, das ist ja der Witz, der Regisseur war behaart, aber herzlich, ne? Hat er ja. Echt? Ach, deswegen ist Robert Wagner damit dabei. Genau. Also, ne, aus zweierlei Sicht, aber das wird noch passen. Er hat da eine ganze Staffel inszeniert. Ah, sogar. Okay, und später den Fernsehfilm, den es nochmal hinterher gab, in den 90ern, Mitte der 90ern. Krass. Aber eigentlich wollte ich sagen, Schlappe Bullen beißen nicht. Das war sein Erstlingswerk davor. Deswegen kam mir der Name bekannt vor, aber ich habe ihn null eingeordnet. Klar. Ja, ich habe es jetzt auch nur nachgesehen, ne? Ich wusste das nicht und so, ne, was er gemacht hatte. Ich hatte das nachgeschaut. Und ja, Entschuldigung. Ach, alles gut. Das ist doch der Exkurs, den wir doch auch haben wollen. Genauso soll es ja sein. Ja, und Richard Donner ist Produzent. Ja, stimmt, habe ich auch gesehen am Anfang. Ne? Erst dachte ich so, das wusste ich gar nicht. Also, what? Okay. Ja, krass, der war bestimmt aber auch Produzent dann wahrscheinlich von Schlappe Bullen beißen nicht. Das wird auch so passen zu ihm und so, ne? Ja. Irgendwie in der Richtung, ne? Von 87. Gucke ich mal gleich nach nebenbei. Dann müssen das die Zuschauer nicht wieder in die Kommentare schreiben. Ich glaube, das ist die längste Inhaltsangabe ever. Ja, genau. Aber ey, da haben wir alles drin jetzt schon. Ne? Auf jeden Fall haben wir alle Schauspieler drin. Mit schon Querverweisen. Das ist schon mal gut. Stimmt. Ja, und da sieht man, dass David Rush und Emma Sams immer so eine On-Off-Beziehung haben. John Candy ist unsterblich in sie verliebt. Und dann sagt sie auch, oh, nee, ich will nicht mehr mit ihm. Ich komme mit dir mit. Und das Witzige ist ja, du denkst so, er steht ja total auf sie, aber sagt so, nee, das Wochenende kann ich nicht. Da gibt's so eine Schallplatten-Option, da muss ich sein. Ich dachte, okay, dann ist es doch nicht die ganz, 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 ganz große Liebe, auch wenn er ihm ja einen riesen Kühlschrank hinstellt. Ey, ich muss schon wieder unterbrechen, ne? Da hat er diese, weiß gar nicht mehr, von Coltrane oder wem war das? Der hat die Schallplatte und die ist so viel wert. Es gibt nur noch 3 Pressungen auf der Welt und ist limitiert und so.
Und dann telefoniert er mit ihr und weil sie das sagt mit dem Wochenende, lässt er die ja fallen, ja, ne? Und die geht ja dann kaputt und so, ne? Was ja auch. Nat King Cole war das, glaube ich, oder? Oder ja, genau. Nicht Coltrane, sondern nicht, aber so wieder für mich, wie sagt man, melodisch? Nee, egal. Ey, und ich bin ja zusammengezuckt. In dem Moment echt. Das habe ich auch nicht so. Ne, doch. Und ja, das ist scheiße. So, irgendwie habe ich das gar nicht erwartet. Ist ganz dumm oder so, weil man echt so locker ist bei diesen Komödien und war dann selber so schade drum, weil man sagt, wie geil und so, egal. Ja, so, weiter erzählen. Ja. Und dann, na, sie packt 1000 Klamotten, er schleppt dann die Taschen und dann, das ist so eine geile Szene, kommt dann David Rush und sagt, hey, komm, lass uns reden. Und sie, nein, wir reden nicht miteinander. Er packt die Dinger raus, packt die Mutter runter und dann sind die wild am Rumknutschen. So wirklich aus dem Nichts, total geil. Ja, ja, auch mit seinem Umhang, wollte ich schon sagen, mit seinem Kittel auch noch da, ne? Ja. Why und so, ne? Ja. Also, dass er die Rolle sieht, weil er so ein Loser ist, Alter. Ja. Ich denke. Ja. Ja, und dann kriegt, ich wollte schon Harry sagen, aber das ist nicht Harry, dann kriegt hier Jack. Dann Harry. Aber ganz ehrlich, ich habe am Anfang auch so, wusste nicht, ist das jetzt der Film oder der, ist das dasselbe, so alles gemischt, ey. Kriegt Jack, kriegt dann bam, die Mutter, hier quatscht den Kofferraumdeckel da auf die Fresse und wacht auf einmal in seiner eigenen Serie auf. Ja, genau. Aber da passiert ja nochmal der Autounfall, ne? Ach nee, stimmt. Er, ja. Stimmt. Ach stimmt. Aber dann ist es ja so, dass der Autounfall ja auch schon ein Traum war. Würde ich sagen, ne? Genau. Interpretationssache. Die, aber ist ja aber auch egal. Aber stimmt. Weil dann ist ja schon Klischee so serienmäßig, ne? Alleine, was da passiert eigentlich, das und dann ja. Aber ja, dann passiert dieser Autounfall und dann ist er halt, auf jeden Fall checkt erst dann, dass er in dieser Serie richtig drin ist, ne? Würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also erstmal denkt er ja auch, dass das seine Kollegen sind oder die Schauspieler sind. Und wenn er dann merkt, das ist gar keine Kulisse und guckt nach draußen, guckt in die Halle und sieht dann auf einmal, Mensch, das sind ja keine Kulissen, merkt er, dass er in seiner Serie ist. Und irgendwann merkt er, dass er auch mit seiner Schreibmaschine beeinflussen kann. Achso, ich soll das sagen. Beeinflussen kann. Was? Oder ist das jetzt, stehst du? Nein, gut. Wie heißt das denn nochmal, wenn das steht? Habe ich vergessen. Freeze Frame. Oder, ja, genau, beeinflussen kann die Serie. Und schreibt dann sich selbst seine romantische Story in dieser Soap. Klischeehaft, wie es ist. Genauso wie immer eigentlich. Statt, dass er da irgendwas Intelligentes reinschreibt. Aber nein. Aber hat er vorher auch nie, weil die Story ist. Hat er auch nicht, aber jetzt denkt man, jetzt ist er selber drin und das ist wichtig. Nee, er macht es genau, weil jeder findet sowas dann wieder gut, was irgendwie zeigt, so eine normale Serie, so einfach wie es ist. Wir wollen nichts Kompliziertes, wir wollen halt so Soap einfach, ne? Ich bin cool, ich bin schön, ich komme mit einem tollen Auto an, ich krieg die Frau auf dem Pferd und so weiter. Und was hier halt witzig ist, dass aber die Sachen, wie er sie umschreibt, sich der Rest aber, wenn das nicht genau benennt, wie es passiert, sich die dann von selber so weiterentwickeln, die Charaktere, oder so handeln. Und was dann so automatisch weiterfließen lässt, was so ganz spannende Sachen bringt, wie zum Beispiel eben unseren Bösewicht, unsere Brüder, der eine, der halt die Tabletten nimmt, die in der Forschung sind, und dann, das ist so gruselig und eklig, da können wir auch noch ganz genau dran erinnern, wenn er so immer weiter zerfällt in seine Einzelteile und so, ne, das ist richtig gut, Alter, und richtig, boah. Ja, total. Das war ja auch schon mit den Zähnen, mit dem Zahnfleisch und anderen, weil es auch so widerlich, wie das Blut da runterläuft und so. Ja, das, Alter. Sowas ist schon eklig, ne? Das ist manchmal ein heftiger Effekt, als wenn dir einer einen Arm abschneidet. Ja, absolut. Sowas, ne? Diese Kleinigkeiten. Absolut. Also, er hat es auf jeden Fall nicht produziert, das Folge, was wir gesagt haben. Was war das nochmal? Das habe ich schon wieder vergessen. Ragnet, Schlappe Bullen beißen nicht. Schlappe Bullen beißen nicht, genau. Nee, das hat er nicht, obwohl das so reingepasst hat. Hat er schon jemand in die Kommentare geschrieben und du hast das jetzt gelesen? Genau, ja, genau. Wir sind nämlich live. Wenn du heute dreimal das müssen die lesen. Ah, nee, das wollte ich jetzt. Komm, das lass mal. Nicht, dass sie jetzt sagen, hier irgendwie Gewalt hier anrechnen oder so. Müssen wir FSK 18 machen, weil du dich selbst schlägst. Muss das? Wie schlag mich denn? Das ist ja hier. Das ist doch Kevin allein zu Hause. Ja, stimmt. Ja. Ach, das machst du die ganze Zeit. Absichtlich hast du dabei an Kevin allein zu Hause gedacht? Ja. Scheiße, Alter, das habe ich nicht gecheckt, ey. Oh, mein Geschlecht, ey. Egal. Ja, John Candy. Und dann quält er sich hier durch seine eigene Soap. Und witzigerweise ist es ja, du hast es ja gesagt und so, ne, dass sein Love Interest merkt, dass es eigentlich ein anderes ist. Mitten in der Serie. Aber auch erst dann
Erst wirklich, als sie so auftaucht, wie eigentlich sein eigentliches Love Interest, weißt du, wenn sie eigentlich so oberflächlich ja, und ja. Das ist auch wieder ein bisschen crazy, ne? Oder? Das ist so billig. Es war auch so crazy, dass er von jetzt auf gleich der einen sogar an die Kehle gegangen ist, weil er auf einmal so sein, also im Endeffekt, da müssen ja seine Gefühle komplett übergesprungen sein von einer zu anderen, weil ja. Es gab da ja gar keine Transition hin, sondern nee. Kein Transfer, sondern erst hat er sie mal angehimmelt und sie, ja, hi, und auf einmal war es dann genau umgekehrt. Das ist halt eine Komödie, ne? Aber trotzdem. Ja, aber das ist ja das, was witzig ist, was wir persiflieren mit diesen Seriendingen, dass da auch diese Sachen passieren, so die Kleinigkeiten. Das passiert einfach so, unmotiviert und so, ne? Auf einmal geht der fremd, auf einmal geht der bum 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 und ja, auf stimmt, einmal passiert es dann und so, ne? Dass er sich auch so ganz leicht sich selbst das so hingebastelt hat, so irgendwie, dass er da quasi unterlegen ist, auch dieser ganzen Soap-Struktur. Und mit das Geilste fand ich wirklich diese Charles Rocket-Nummern so von wegen, ne? Wenn ich denn überhaupt dein Sohn bin, genau. Wenn es mir dein Selbstmord meiner Mutter war. Wenn sie doch meine Mutter war und so. Ja, das ist so. Das war wirklich gut. Und dann hat er erst Bock auf seine Schwester und dann hat er aber doch wieder Bock auf Mary Hemingway. Mhm. Und dann, nee, sie ist aber deine Schwester. Dann habe ich ja wieder Chancen bei ihr und das war schon ganz geil, wie das dann so gelaufen ist. Nein, der war schon gut. Nur insgesamt ist es wirklich dann auch so diese lockerflockige Komödie und nicht das intelligente Hinterfragen ja. oder nein, Aufzeigen nein, ja. und Persiflieren. Mhm. Ne? Es ist schon, es geht nicht ganz so in dieses, alter Schwede. Wie heißt denn, nicht Slapstick hier, sondern wie heißen denn diese übertriebenen Scale-Movie-Filme nochmal? Parodie? Nee, wie heißt denn das nochmal? Spoof. Spoof. Siehst du ganz so ein Spoof, ne? So oder eben so super Ding, das auch nicht. So ein Mittelding. Und das stört mich, glaube ich, so ein ganz bisschen, dass ich jetzt nicht so mega fasziniert davon war, ne? Also, ich fand den auch gut und schön und unterhaltsam und mit der Nostalgie-Effekt da mit drin. Aber so, da fehlte noch das Gewisse, ein bisschen mehr hätte er dann noch reinballern können, oder? Auf jeden Fall. Das war dann schon so sehr leicht, lockerflockig. Man hat schon Spaß an vielen Figuren, eben den Brüdern eigentlich schon fast am meisten. Ja. Und an unserer Tante hier, Emma Sams, unser erstes Love Interest. Aber ja, gesagt, also es war, könnte schon, manche könnte ich verstehen, wenn die sagen, so, okay, ist langweilig irgendwann. Ja, du, also wenn man den heute frisch sehen würde, wenn ich ihn heute frisch sehen würde und da zum Beispiel auch nicht Sledgehammer dabei wäre und so, dann wäre ich wahrscheinlich auch eher so, ja, kann man mal machen, muss man aber nicht. Und so war das natürlich dann wirklich mit Raymond Burr. Wann habe ich Raymond Burr das letzte Mal gesehen? Als wir Fenster zum Hof besprochen hatten wahrscheinlich, aber da war er ja nur ganz klein und so. Aber ich habe ja zum Beispiel Perry Mason und der Chef 30 Jahre nicht mehr gesehen, die Serien. War halt cool, ihn auch mal wieder gesehen zu haben und alles. Ja. Aber wie du schon sagst, das ist aus Nostalgieaspekten. Aber ich meinte ja, dass es so ein paar Mal mich ja auch verloren hatte, so am Anfang, die Geschichte. Ja. Das sind ja wirklich diese Punkte, die es wieder für mich aufgewertet haben, dass ich dann noch gesagt habe, ja, ich bin doch happy, dass wir den jetzt gesehen haben. Weil ich eine Zeit lang dachte so, war das jetzt eine gute Idee, den nicht mehr in Erinnerung als total lustigen Film gehabt zu haben. Aber so hat er Gott sei Dank für mich dann auch die Kurve gekriegt. Aber wie gesagt, als Erstsichtung jetzt im Jahre 2023 könnte es schwierig sein. Ja, ich glaube auch so John Candy hier funktioniert auch nicht so hundertprozentig, dass er sich so entfalten kann wie in anderen Filmen. So ein bisschen, weil er hier natürlich mehr so ein bisschen arroganten so einen Typen dann doch spielt irgendwie. So, ne? Er ist ja schon eine Figur, die selber dann so, weil er ja auch alles schreiben kann, so ein bisschen sehr selbstsicher irgendwie wirkt. Wobei, wenn die Szene ja vorbei ist, dann ist er immer scheiße. Dann stößt er sich irgendwo oder so. Ne? Obwohl, das fand ich auch super witzig, wo er dann sagte, ja, nee, jetzt macht er das, also hier, ne, wo es denn zum Showdown kommt, jetzt macht er hier eine normale Szene und unauffällig und so. Und dann siehst du ihn am Klavier spielen, wie ihn alle zujubeln und so, weil er doch nicht anders konnte und sich wieder so einen geilen Auftritt verschaffen wollte. Ja, mit Ferrari auch zwischendurch und so, ne? Kommt er ja auch am Start. Übrigens, also Ferrari ist jetzt keine Schleichwerbung, ne? Da muss man eher fragen, ob man das überhaupt zeigen darf, ne? Mhm. Aber jetzt am Anfang auch direkt, ne? Wenn ihr Hemingway am Dings, am Telefon ist zum Beispiel, mit der Mutter spricht und der da am Flughafen trifft oder was das da ist. War das Flughafen? Irgendwie sowas, ne? Nee, ist das nicht die Halle, also die Eingangshalle von denen da gewesen? Von ja, das war einfach da unten bei denen, ne? Ja, das ist sofort, ich denke sofort, wenn er höchstens noch am Flughafen, so hier Telefon. Mhm. Da ist ja auch Werbung drin ohne Ende, ne? Einmal Coca-Cola hält sie da richtig groß. Ja. Und ich glaube, eine Sekunde vorher war noch was. Was war denn da noch? Irgendwas war da noch? Ich kann mich nur an Cola erinnern, weil ich da reingesetzt hatte. Ja, da waren zwei Sachen auf jeden Fall, wo du jetzt so, ne? Früher gab es auch ohne Ende und bei so einem Film und so, ne?
Hat Richard Donner bestimmt klar gemacht, ne? Genug Kohle hat er noch das gesagt. Aber was heute ja so mit bewusstem Auge mehr guckst und dich schon fast beschwerst, aber dass das da auch so extrem war und so billig aufgesetzt. Eine Wahrscheinlich Ferrari hast war ja auch nicht echt, das war ja auch eine Kopie. Das war ein ja, nachgemachter. das ist ja auf jeden Fall, ja, weil das ja mega oldschooler ist, also das da zu benutzen und so gut in dem. Weil das Witzige, so mit Autoszene ist ja auch so extrem halt auch bei Harry Crumb, ne? Da ist ja auch so mit dem, wie heißt das denn, wenn man das boykottieren nicht, sondern Sabotieren. sabotieren, genau. Mit dem Sabotieren, alter Schwede, so ein Wort. Das halt auch macht. Ne? Da habe ich auch so ein bisschen verdreht und dachte, jetzt gehört das dazu oder dazu. Ey, das wusste ich nämlich auch nicht mehr. Egal, aber sonst ja, sympathisch und natürlich dann der Gedanke erst, was ich immer cool finde in Filmwelten, wärst du jetzt in so einer Welt, in einer Filmwelt, in der du alles selber schreiben kannst und so? Das ist schon, gibt eigentlich, dass das nicht normal verfilmt wurde, sowas. Ja, Ne? Das das ist ja so in ein so einer bisschen Art. die Einsteiger, Mike Krüger, Thomas Gottschalk, wo sie in die Filme rein konnten Ach mit so, ihrer sowas, ja. Fernbedienung. Aber da konnten sie ja nichts selber ändern. Das ist ja nur Nein, in der genau, sie Welt, waren ne? nur drin, genau. Ja, das gab es ja öfters. Ich habe hier einen Film Doch, es vergessen. gab mal eine Stephen King-Kurzgeschichte über sowas und das wurde, glaube ich, auch in. Das wurde dann mit William H. Macy auch verfilmt, als Okay. Kurzgeschichte bei. Albträume, das war Albträume. Und das gab es dann auch mal als so Fernsehserie, aber die war nicht sehr erfolgreich. Und da war die Kurzgeschichte mit William H. Macy als Autor, der sich selber dann halt da so reinschreiben konnte. Okay. Nee, ich habe nämlich, die habe ich letztes vergessen, habe ich mir noch zu Weihnachten geschenkt, mit John Ritter hier. Stay tuned. Ah, cool. Oh. Und Also den habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. den Ne? habe ich aber auch als Kind zuletzt gesehen. Da Auf sind den hätte ich sie. mal wieder richtig Bock. Du weißt, wie sie da entfernen. Und der war auch so ein bisschen gruselig, also jedenfalls mit den Augen eines Kindes, weiß ich noch. Und John Ja. Ritter, den habe ich immer geliebt. Ja, das spielt er mit. Wie heißt der nochmal? Der auch in den 80ern überall, der war auch bei der Donald Duck, jetzt weiß Jeffrey Jones ist es, oder? ich. Genau. Der spielt auch bei, wie heißt denn der mit der Ente nochmal, Alter? Howard die Ente, Howard the Howard Duck. the Ente, Howard the Duck. Da ist ja auch der Stimmt. Bösewicht und so. Und der war ja auch bei jedem zweiten. Ferris Bueller macht Blau ist ja der Ja, Direktor der und so. Schulleiter. Ja, der war richtig cool, den mochte ich voll gerne und so, als in den 80s. In Deadwood hat er auch eine größere Rolle, also was heißt eine Echt? größere, eine tragende Okay. Nebenrolle gehabt. Ich weiß, hast du Deadwood nie gesehen? HBO-Serie? Ich habe Der die ist ja erste jetzt auch Folge, die so. ersten zwei. Ja, okay, ich hätte jetzt vorgestellt, dass er auch wieder dünner hätte sein Nee, nee, können, nee, aber der gut. Weil er war ist. immer so ein bisschen, ne, so ganz leicht. Ja, vielleicht, wenn wir uns mal treffen, vielleicht könnte man den auch Ja, zusammen gucken, da, geil. ne? Habe ich auch eben im Ne? Hinterkopf gehabt. Klinker, Sehr Klinker. gut. Ja, Klimper, Klimper, Geil. Zwinker, Ja, Zwinker. geil. Ne? Das ist so, wie gesagt, also ich glaube, ich habe den nie gesehen. Ich mag John Ritter voll gerne. Oh ja. Jeffrey mag ich voll gerne. Das Thema ist ja mega. Dieses Fernsehswitchen, das habe ich zum Beispiel in Supernatural gesehen. Da gab es sowas, da sind die von Folge zu Folge auch ein Zeichentrickfilm gewesen. Ne? Solche Sachen gab es ja öfters, aber wie gesagt, das ist sowas, das man selber dann umschreibt in der Serie. Ein Drehbuchautor in seinem Film oder Serie ist, in der Welt, und dann selber, was das noch umschreiben kann. Mir kommt es auch bekannt vor, dass es nochmal irgendwo War es bei war. Cool World nicht ein bisschen so? Ja, mit Brad Pitt Ja, jetzt? genau. War es da auch so? Das ist auch schon lange her, dass ich den gesehen Ja, bei habe. mir genauso. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, Ich wie es glaube da jetzt war. nicht, wie. Ich fand den damals auch nicht so gut, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ich fand interessant was mit der Welt, aber der hat mich auch nicht so gehuckt. Der war mir, glaube ich, zu durcheinander einfach. Irgendwas pa muss Hat ich er, jetzt auch glaube ich, nochmal auch. rewatchen. Ja. Aber sonst, ja, so kannst du noch irgendwas sagen dazu? Zu dem Film? Ich glaube, wir Eigentlich. haben Jerry Orbach ist auch dabei, Wer wo war das wir. nochmal? Das ist der, den, wen spielt er da? Den Produzenten. Da gibt's doch dieses Produzenten-Ehepaar. Ach, ganz. Ach, ja, genau. Weißt du, wer sie ist? Habe ich gelesen dann. Nein, warte, Daniela ist so cool. Die sagt so, obwohl sie da ja so jung ist, ne, sagt so, ist das nicht die Mutter von der Nanny? Und es Weißt du, stimmt auch, Alter. Es ist die Mutter von der Nanny und die sieht so heftig anders aus da. Ja, aber Weil weißt du man sah jetzt. schon Ähnlichkeit, weil Ja, aber sie, jetzt du hast, kommt's. ich weiß, du hast gedacht, ist das die Nanny oder so, weil sie so aussieht wie Nein, sie, ne? nein, Nein, weil nein. sie, nein, nicht die Nanny selbst, aber wirklich die Mutter, weil sie echt Ähnlichkeit hat da, wo sie jung ist. Und ich habe ja die Nanny rauf und runter geguckt, ne? Ich Das wäre so eine auch. Und jetzt schöne. kommt nämlich der große Twist. Weil Okay. ich hab dann natürlich geguckt, weil ich gedacht, Twist Alarm! wie, die hat bei der Nanny, wie, Sylvia, das ist ja die Mutter der Nanny. Der große Twist ist, dass es ungefähr dieselbe Zeit ist. Das ist 2, 3 Jahre Unterschied. Das Ja, heißt, sie haben sie bei der das. Nanny richtig geschminkt und so weiter, auf älter und so. Dieser Film ist 1, 2, 3 Jahre vor der Nanny. Genau, ich dachte nämlich auch, Moment Total mal, krass. aber die sieht ja voll. Ne, genau, das Ja, habe ich dir auch gedacht. sieht Das ist 10 Jahre krass. jünger Das aus ist als bei der so, Nanny. ja. Ein Das ist bisschen Glück tatsächlich. hast du vielleicht trotzdem geworden, ne, kurze Zeit später.
Aber Eltern haben es auf jeden Fall gemacht. Und so übertrieben natürlich auch, die CGI ja da so. Ne? Die aber auch ich hätte sie so witzig auch nie erkannt. Hätte ich den Namen nicht gelesen. Also Chapeau Daniela, dass sie das an Daniela, dass sie das sofort erkannt hat. Sofort, Alter. Hätte sie nie erkannt. Never. Das ist richtig krass. Das ist ich auch nur gedacht, her, kennt man die denn auch? Hatte ich nur geguckt, so, weißt du? Krass. Ja, stimmt. Ja, gut, dass du das noch erwähnt hast, Alter. Richtig witzig. Krass, Alter. Ja, sonst würde ich sagen, haben wir es. Ne? Also ist, der tut keinem weh, kann man auf jeden Fall gucken. Weiß nicht, ob es mich, würde mich interessieren, wenn Leute den gesehen haben jetzt oder noch extra dann in jungen Jahren das erste Mal gesehen haben, jetzt zum Beispiel, ob die den noch geil finden oder überhaupt, was sie von John Candy halten. Für mich ist John Candy wird immer so, der ist nicht so bei den oben dabei, obwohl das irgendwie in Amerika, glaube ich, ist, ne? Saturday Night Live und so und genau, alles. Genau, ich glaube wirklich nur in Amerika. Hier, hier kennt man ihn, glaube ich, auch nicht. Nur Cool Runnings. Ja. Ich glaube, nur Cool Runnings. Mhm. Und da hat er quasi eine ernste Rolle, in Anführungsstrichen. Zwar ist es eine Komödie, aber das selbst ernst als Figur. Aber ist Cool Runnings auch nicht sein letzter großer Film gewesen? Und danach hat er immer nur so... Und überhaupt sein einzig großer Film. Ja, stimmt. Man muss ja auch sagen, der Film ist ja gefloppt. Also ich habe geguckt, der hat irgendwie 15 Millionen gekostet und einstellig eingespielt. Also Alter, 94 ist er schon gestorben, ne? Mhm. Das war 3 Jahre nach dem fucking Film, Alter. Mhm. Ah ja, und er war ja Kanadier. Ja, stimmt. Stimmt. Das vergisst man auch wieder, ne? Ryan Reynolds und John Candy, den haben wir Spaß. Aber was du sagst, Cool Runnings war da 93. Ja, und 94, ja, genau. Und 94 ist er gestorben, ja. Richtig. Unsere feindlichen Nachbarn lief 95, das war bestimmt noch irgendwas, wo er vielleicht, ich fand Welcome, ach egal, man kann so viele Filme, werden bestimmt noch mal über den einen oder anderen mit ihm sprechen. Ja, vielleicht muss ich ein Ticket für 2 Jahre, den muss ich ja sowieso nachholen. Weil ich gerade wieder durch dieses, dann zu Weihnachten, durch dieses Only Murders in the Building habe ich wieder so Bock auf Steve Martin bekommen, habe auch mir so ein paar Steve Martin Sachen wieder angeguckt und deswegen war auch jetzt oben auf meiner Liste, ja, eigentlich nur wegen Steve Martin, aber gucke ich nochmal, weil du sagst, dass John Candy da auch. Ja, Steve Martin, ist den mag ich auch voll gerne, weil den hat man auch immer, das waren leider auch wieder die als Kind, ne, Sonntagmittagsfilme voll oft liefen und so. Ja. Alle seine Single, wo er Single ist, wo er Dings, ach, die sind alle geil. Roxanne. Und Vater der Braut funktioniert auch heute noch für, ne, auch wenn das Thema jetzt nochmal stark ist für Eltern. Richtig. Oder angehende Heiraten oder so. Wo sie ja die Tochter da, die Tante ist, die dann bei Alle lieben Jim dann ist, ne? Ach, ist sie das? Von seiner Frau, die. Ja, das ist sie. Und die ist ja auch hübsch und ganz nett. Könnte dir auch gefallen. Ja, auf jeden Fall. Cool. Ja. Dann, danke, Hakan, dass du schon wieder dabei warst, ne? Ja, klar. Mega gut. Dann sag ich mal, danke an die Zuhörer. Danke, Hakan. Ja.